Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zum Podcast vom Jugendrat Basel-Land. Heute wieder mit dem Interview von der Jungpartei. Heute sind hier bei mir zu Gast die Co-Präsidentinnen vom Jungen Grünen Bündnis. Einerseits Anouk Feurer und Fina Girard. Freut mich, sind ihr hier. Jetzt weiss ich nicht, wenn ihr euch und die Partei gerade kurz vorstellen, weiss nicht, würdest du dich gerade vorstellen? Sehr gerne. Freut uns auch hier zu sein. Ja, fest, ja. Ja, genau, wir sind vom JGB Nordwest. Das ist kurz für das Junge Grüne Bündnis Nordwest. Das heisst Jungpartei für Basel-Land und Basel-Stadt von den Jungen Grünen. Und ich bin Anouk Feurer, ich bin 21 und bin seit April 2020 Mitglied von den Jungen Grünen und seit August 2020 im Co-Präsidium. Und ich studiere Psychologie an der Uni Basel, bin am Tanzen viel, auch Tanzunterrichten. Und ich arbeite im Gastrobereich, im Service, aber auch an der Bar. Genau. Danke vielmals, dann kannst du gerade weitermachen, Fin. Genau, ich bin Fina Girard, ich bin in ein paar Wochen 20, noch nicht ganz. Ich bin über einen Klimastreik zum JGB gekommen. Also ich bin seit Januar 2019 beim Klimastreik aktiv, hatte eine sehr intensive Phase. Bin dann aber gemerkt, irgendwie Bewegung ist mega etwas Cooles, aber hat auch seine Grenzen, genauso wie Parteipolitik seine Grenzen hat. Und bin so dann im Mai 2020 zum JGB gekommen. Relativ spontan und es hat mir dann aber mega gut gefallen. Es hat wirklich so, ist die perfekte Ergänzung für mich zu meinem Aktivismus. Und bin darum seit Januar im Vorstand und jetzt ganz frisch seit dem August im Co-Präsidium zusammen mit der Anouk. Nebendran tue ich im Moment, habe ich gerade angefangen mit der Politik- und Religionswissenschaft zu studieren an der Uni Basel und arbeite noch beim Imagine Festival. Ich weiß nicht, kennen das wahrscheinlich einige von euch auf dem BAFI in Basel. Ein großes Festival gegen Diskriminierung und für Vielfalt. Und arbeite dort in der Sensibilisierung, also ich gebe Workshops bei Schulen. Und dann sind Anouk und ich beide noch in Schulkommissionen hier in Basel-Stadt. Genau. Top, merci vielmals. Und jetzt, merci für eure Vorstellung von euch. Jetzt könnt ihr noch ein bisschen auf ein paar Dates sprechen kommen. Ich weiss nicht, wann sind ihr gegründet worden als JGB oder als Grüne und wie steht so die Mutterpartei? Also die Grünen, das ist ja sehr so eine Bewegungspartei, die ja auf der ganzen Welt so eine grüne Welle gegeben, so in der 70er, 80er Jahre, die dann eben zu diesen Parteigründungen geführt hat. Das ist aber alles recht so ein Flickenteppich, viel auf lokaler Ebene und so. Das heisst, die Grünen offiziell national, so wie sie sind, gibt es glaube ich erst seit 1983, also eine der jüngeren Parteien in der Schweiz. Und die jungen Grünen national haben wir gar nicht richtig herausgefunden. Aber wir kennen noch den, der die JGB in Basel gegründet hat oder dort dabei war auf jeden Fall. Ja. Und er hat uns gesagt, es sei wahrscheinlich so um 2007 gegründet worden. Also noch sehr jung und darum auch noch viele Möglichkeiten zum Mitgestalten und Mitentwickeln von dieser jungen Partei. Mhm. Du sprichst gerade an, jung. Wie sieht es so mit dem Alter von euren Mitgliedern aus, oder mit dem Geschlechteranteil, wie sind ihr da vertreten? Und gibt es da auch irgendwelche Quoten im Vorstand? Wie ist das bei euch so? Also im Moment haben wir Mitglieder von 12-jährig bis etwa 30-jährig. Meistens wechselt man so ab 28 zu der Mutterpartei auf. Aber im Moment haben wir am meisten Aktive jetzt in unserer Sektion, die unter 22-jährig sind. Das ist mega spannend, so viele junge Leute zu haben. Und zu der Geschlechterquote, wir haben keine Quote. Geschlechteranteil ist etwa ein Drittel Mann und zwei Drittel Frauen. Ja. Oder einfach ein bisschen weniger Männer als Frauen. Geschätzt. Genau. Und aber dort würde ich jetzt auch nicht zu fest Wert drauf legen, weil es ja Leute gibt, die sich nicht zu diesen zwei Geschlechtern zu erzählen. Mhm, absolut. Genau. Und im Vorstand sind wir im Moment sechs Frauen und ein Mann. Das ist jetzt sehr, sehr Ausnahme. Also es hat Jahre gegeben, wo es viel mehr Männer gab. Als Frauen im Vorstand oder als Präsidium nur aus Männern bestanden ist, jetzt sind wir zwei Frauen. Und genau das ist eigentlich einfach, wer gerade kommt und wer um ihn ist.
Genau, aber es wäre natürlich schon schön, wenn es ausgeglichen wäre. Ja, einfach aus Repräsentationsgründen ist schon cooler, wenn sich alle können immer wieder erkennen im Vorstand. Genau, was wir hier jetzt noch sagen zu unseren Mutterparteien, dort haben wir noch nicht so viel gesagt. Es ist nämlich nicht nur so, dass wir zu den Grünen gehören, wie man das vom Namen her Junge Grüne, Jungs Grüns Bündnis können denken, sondern wir haben drei Mutterparteien, auch wenn wir halt überkantonal sind, und zwar die Grüne Basel-Land, die Grüne Basel-Stadt und dann noch die BASTA. Das steht für Basels starke Alternative. Das ist eine kleinere Basler, also Stadt-Basler Alternativpartei, wo links politisiert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen einige von euch zum Beispiel Sibel Aslan, die als Grüne im Nationalrat sitzt. Sie ist eigentlich von der BASTA her. Also man arbeitet auch ganz eng zusammen. Aber es ist eine andere Parteikultur und das, denke ich, ist auch das Spannende beim JGB, dass man so drei unterschiedliche Mutterparteien hat. Top, wunderbar. Und dir als Grüne, die haben es ja schon ein bisschen im Namen Grün, da geht es sicher um Umwelt und Klima. Das ist sicher eines von euren Hauptthemen. Das könnt ihr gerne noch kurz erklären und vielleicht auch noch allfällige zusätzliche Themen, die ihr noch abdeckt. Was gibt es da so? Ja, also grundsätzlich eben ganz klar Klimagerechtigkeit, Netto Null von den CO2-Emissionen bis 2030. Das ist jetzt gerade in der Region Basel wichtig. Dort kommt auch bald wieder Abstimmung, Basel-Stadt und Basel-Land auch im Februar. Und dann natürlich auch gleiche Bildungschancen, Jugendkulturpolitik, Jugendfreiräume, LGBTQ-Recht. Also, ich würde schon sagen, ich lebe vor allem ein bisschen. Genau, und eben, dass wir vor allem auch noch oft, wir sind mit den Leuten auf der Straße, wir sind noch bei den Bewegungen, ja. Sei das ein Klimastreik, aber sei das auch Feministischer Streik. Genau, der feministische Streik oder auch ein Pride. Also da sind wir immer dabei und hören diesen Leuten zu und holen die Leute zu uns und versuchen die so gut wie möglich in unserer Partei zu vertreten. Und was haben ihr so speziell für Anliegen, die auch voll an die junge Bevölkerung noch geht? Das ist ganz klar das Thema Klimakrise. Also wo ganz unsere Generation wahrscheinlich am meisten betroffen wird oder schon jetzt betrifft. Und dann natürlich auch immer wieder kleinere Sachen, wo halt, weil wir auch jung sind, uns Sachen beschäftigen oder Leute zu uns kommen und uns an Themen bringen, die wir vielleicht nicht gerade gemerkt hätten. Dort haben wir letzten März eine Aktion gehabt, wo geheißen hat, vergiss mein nicht, was um die psychische Gesundheit von jungen Menschen während der Corona-Krise gegangen ist. Genau, also es sind immer wieder verschiedene Themen, die kommen. Genau, das ist das Tolle an einer Jungpartei, dass die Themen, die uns Junge beschäftigen, können wir direkt einbringen und eigentlich die Leute, die in der Jungpartei sind, als junge Leute prägen unseren Inhalt. Und darum sind eigentlich alle Themen, die wir bringen, junge Themen, weil sie von jungen Leuten eingebracht werden. Mhm. Perfekt. Merci euch für die Erläuterungen. Jetzt können wir noch ein bisschen übergehen, so ein bisschen zum Verhältnis von Jungparteien und Mutterparteien etc. Wie gestaltet sich so eure Zusammenarbeit mit der nationalen Jungpartei? Wir schicken jeweils ein Mitglied von uns in den Vorstand der Nationalen Jungen Grünen. Da gibt es natürlich, wo dann dort vertreten ist und jeweils die News von Basel dort hinschickt. Und gleichzeitig wir bekommen auch wieder die News von der Geschäftsstelle, die glaube ich in Bern ist. Mhm. Genau. Aber es gibt natürlich ganz viele tolle Angebote von unserer Jungpartei national. Da gibt es zum Beispiel das Junggrünen-Wochenende, das immer im Sommer stattfindet, so ein Festival, wo man die verschiedensten Themen diskutiert mit Leuten aus der ganzen Schweiz, die sich bei den Jungen Grünen engagieren. Und jetzt im Moment sind wir natürlich besonders verknüpft mit den Jungen Grünen national, weil wir ja gerade frisch eine Initiative lanciert haben, die Umweltverantwortungsinitiative. Und da sind wir natürlich ganz eng in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat, um die Unterschriften zusammenzubringen und das zu koordinieren. Das ist ein recht grosses Projekt, das uns auch mega freut, dass wir da dabei sind. Perfekt. Und da gibt es natürlich sicher viel Koordinationsaufwand mit der Jungpartei und auch eine enge Zusammenarbeit, wie du gesagt hast. Jetzt kommen wir auch noch ein bisschen zur Mutterpartei oder bei euch den drei Mutterparteien bzw. Sektionen. Wie abhängig und unabhängig ist man da? Oder gibt es da auch Unterschiede? Ja, ich würde sagen, es ist ziemlich unterschiedlich. Also
Wir sind sicher ein bisschen abhängig, weil wir finanziell unterstützt werden, zu einem gewissen Grad. Aber und natürlich abhängig, wie sie uns sehr viel Wissen weitergeben oder wir mit jeder Frage können, egal an welche Partei gehen. Und aber eben gleichzeitig, weil wir ja drei Mutterparteien haben, ist es eine Herausforderung, mit allen gleich so im Gespräch zu bleiben. Also das ist organisatorisch schon ein Aufwand, aber natürlich mega spannend. Und dort ist eigentlich das Verhältnis eigentlich relativ unabhängig, weil wir sehr auf Augenhöhe gesehen werden, weil wir wirklich halt ein Viertel von dieser ganzen Fraktion sind und darum sie uns sehr ernst nehmen. Also das ist richtig schön. Also wir kriegen sehr viel Verantwortung. Und wir sind halt auch wie das verbindende Glied, weil alle Mutterparteien wie von uns die jungen Leute bekommen und so auch viel mehr miteinander untereinander diskutieren, weil sie halt uns hier noch als eben verbindendes Element haben. Genau, das ist recht schön. Sie kriegen eigentlich die Leute von euch. Das heisst, wenn man bei euch Mitglied ist, ist man nicht automatisch bei einer von den Mutterparteien-Sektionen, oder? Das ist eben auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Also bei den, das ist auch immer im Moment gerade sehr am Diskutieren und versuchen hier Vereinheitlichung zu erreichen. Aber bei der Grünen Basel-Stadt ist man automatisch Mitglied und bei der Grünen Basel-Land, wenn man in Basel-Land wohnt, ist man dort automatisch Mitglied. Bei der BASTA ist es im Moment nicht so, aber wir sind natürlich an allen Mitgliederversammlungen herzlich eingeladen. Und das, denke ich, ist auch eine mega Chance beim Jungen Grünen Bündnis Nordwest, dass man in so viele verschiedene Parteien hineinschauen kann, so einen engen Kontakt mit ihnen pflegt, ohne sich zu irgendetwas zu verpflichten, schon jetzt zu entscheiden, welche Mutterpartei interessiert mich mal, wenn ich älter bin und vielleicht nicht mehr in der Jungpartei kann sein. Und so ganz viele unterschiedliche Parteikulturen auch kennenlernt. Und was übernimmt man gerade als Mitglied also für Aufgaben? Also wie oft treffen ihr euch? Was hat man da für Aufgabenbereiche, wo man kann an sich nehmen oder sich also, einsetzen? Grundsätzlich kann man halt alle Aufgaben auf sich nehmen, die man will. Also auch grundsätzlich das Präsidium ist ja auch einfach eine Aufgabe, wo man, wenn man motiviert ist, kann man das probieren zu bekommen. aber grundsätzlich jetzt, was wir für Treffen haben, ist, wir treffen uns einmal im Monat zu einem Stammtisch. Das ist wahrscheinlich das Unverbindlichste überhaupt. Und zwar ist das Ziel, einfach sich gleich kennenlernen, Zeit zusammen zu verbringen, je nachdem etwas zu planen oder etwas anzudenken. Und der Anlass ist auch offen für alle, also auch Leute, die nicht Mitglied sind beim JGB. Und dann nachher haben wir fünfmal im Jahr eine Mitgliederversammlung, dort muss man Mitglied sein. Und dort die wir meistens zum Beispiel die Haltung vom JGB bei den kommenden Abstimmungen bestimmen. Genau. Und ja. Ja, und dann haben wir halt als Vorstand, treffen wir uns so alle 3-4 Wochen, wie das wahrscheinlich die meisten Vorstände machen, was bei uns aber spannend ist. Uns ist mega wichtig, dass wir transparent sind und dass alle können schauen können, was machen wir eigentlich als Vorstand. Das heisst, wir öffnen unsere Vorstandssitzungen immer wieder für alle Mitglieder, dass sie mit ihren Anliegen direkt kommen können. Genau, dass man das immer direkt auch mitgestalten kann, dass das eben ein offenes Gremium ist und möglichst eben nicht so eine Hierarchie entsteht. Ja. Das ist uns mega wichtig. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Arbeitsgruppen, die entstehen immer wieder. Da kann man ganz projektbezogen zu etwas arbeiten. Wir haben Grossrätinnen und Grossräte, wo man dann mit ihnen zusammen Vorstöße schreiben. Im Moment haben wir leider noch niemanden im Landrat in Baselbiet. Das wäre dann vielleicht etwas, was wir bei den nächsten Wahlen anstreben. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das Wichtigste für uns ist sicher einfach, dass man sich in dem Bereich engagieren kann, wo man Lust hat, dass man das entsprechend von seinen Ressourcen und seinen Talenten kann machen und seinen Bedürfnissen auch. Dass man alles kann und nichts muss und sich so entfalten kann in seinem politischen Interesse, wie man Lust hat. Gesetzter Fall, ich bin jetzt so überzeugt und möchte gerade Mitglied werden. Wie sieht das aus? Wie müsste ich da vorgehen? Und wie sieht denn allfällige Mitgliederbeiträge für mich aus? Also zum Mitglied werden ist eigentlich mega einfach. Da kann man auf unsere Webseite, die wahrscheinlich etwa 2010 gestaltet worden ist, und man sieht es auch. Aber es kommt bald neu. Ja, es kommt zum Glück bald neu. Da kann man eigentlich einfach drauf gehen und dann bei mitmachen oder so. Sich einfach anmelden, es geht irgendwie 2 Minuten und dann kommt man dann direkt in die Sektion, wo man wohnt, logischerweise.
Und dann mit Mitgliederbeitrag, das ist bei uns 30 Franken pro Jahr für Leute, die noch nicht wirklich Geld verdienen oder wenig verdienen. Und 50 Franken pro Jahr für die Leute, die mehr verdienen. Das ist aber, das kann man selber einschätzen. Und natürlich auch, wenn man zu wenig, also gar nicht kann zahlen, ist das nicht der Grund, um nicht Mitglied zu sein. Also da muss man einfach unsere Mail schreiben. Genau. Da finden wir sicher eine Lösung. Genau. Mhm. Und wenn ich da Mitglied bin, gibt es da in der Mindestaktivität, die ich haben sollte? Oder wie ist das bei euch? Nein, gar nicht. Wie wir es auch schon gesagt haben, es ist uns mega wichtig, dass man auf sich schaut und dass man genauso viel macht, wie man Lust hat, wie man motiviert ist und wie man auch kann. Viele von uns sind extrem eingespannt in der Arbeit, im Studium, in der Ausbildung, wo auch immer, in der Lehre. Und man kann nicht immer Vollgas geben. Also dort schießen wir niemand raus, wenn man das Gefühl hat, er macht zu wenig. Gar nicht. Also da kann man einfach ein bisschen den Newsletter lesen und den Mitgliederbeitrag zahlen. Bis zum im Vorstand sich engagieren, gibt es da eine riesige Bandbreite, AGs leiten. Auch mal beim Stammtisch vorbeizuschauen. Genau. Ja, also es ist natürlich für uns sehr cool, aktive Leute zu haben. Es ist auch sehr cool zu sehen, wer ist alles da und wer hat alles Lust, Sachen zu machen. Aber eben, es gibt keine Mindest-Mitmachen-Regelung. Sicher nicht. Und wenn ich jetzt euch irgendwie möchte unterstützen, ohne Mitglied zu werden, was empfehlt ihr da? Also, wenn du gerade im Lotto gewonnen hast, dann kannst du uns natürlich sehr gerne spenden. Das wäre sehr cool. Und sonst kann man sicher mal an einem Stammtisch vorbeischauen, mit uns mitdiskutieren. Auch wenn man vielleicht einen Input hat, einen Gedanken zu unserer Politik, dann ist man immer willkommen. Wir freuen uns immer, mal andere Meinungen zu hören. Und dann haben wir natürlich auch immer wieder Petitionen oder wie im Moment gerade die Umweltverantwortungsinitiativen am Laufen. Und dort zählt jede Unterschrift. Top. Und das heisst, wenn ich möchte irgendwie informiert werden über eure Aktionen, die ihr macht, wo mache ich das am besten? Wo sind eure Infos? Wo werden die am aktuellsten gehalten? Am besten im Moment auf Instagram. Ja, und dort heissen wir JGB Nordwest. Und sonst probieren wir auch unsere Webseite mehr oder weniger immer aktuell zu halten, aber das haben wir jetzt immer noch nicht so treiben können. Genau, und den Newsletter, da bekommen halt leider nur Menschen mit Mitgliedschaft. Ja, aber dort steht dann eigentlich auch immer drin, was im Moment läuft. Genau. Okay, top. Das sind alle Informationen, die man doch mal braucht, um genau was über euch erfahren. An dieser Stelle sind wir eigentlich schon am Ende des Interviews. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr Zeit genommen habt für das Interview. Und auch dir. Bei allen Hörern auch noch. Merci. Genau. Wiederum in 2 Wochen gibt es den nächsten Podcast. Und falls ihr zwischendurch etwas hören wollt vom Jugendrat oder den Jungen Grünen, ihre Insta-Account-Seite wisst ihr jetzt bereits. Unsere ist @jugendratbl. Folgt doch deren, falls ihr das noch nicht macht. Merci vielmals. Tschüss zusammen. Tschüss.